So, YouTube, hallo, herzlich willkommen zu 10 Days to Die. Ja, wir sind dabei, Tag 9, alles vorzubereiten. Das Haus ist schon, ich würde sagen, nicht schlecht abgesichert, aber könnte besser abgesichert sein. Wollten nach Süden, oder? Da ist Süden. Weil wir den südlichen Teil vom Haus noch nicht wirklich entdeckt haben. Wir brauchen keinen Stein mehr, oder? Wie viele Steine haben wir? 100. Boah, ist jetzt nicht übermäßig viel, dürfte aber reichen, nicht? Wir haben alles mit Stein verstärkt, was wir brauchten. Im Erdgeschoss, soweit ich weiß. Ich habe jetzt nichts im Kopf. Wir haben sogar den Zaun verstärkt diesmal. Bedeutet, was wir mal gucken können, der Perk, irgendwas Holzsammler, bla bla bla, hier, schwere Rüstung, Schädelbrecher, Bergarbeiter, Äxte, Spitzhacken, Schaufeln, Ketzigen, Erdbohren, Ausdauer, werden Angriffe reduziert, wenn mehr Werkzeuge und Teile in der Beute. Grubenbaumeister klingt nicht schlecht, Hauptader. Sammeln wir mehr Erd, Stein, Geländeblöcken und Bäume mit Äxten, Schwitzigen, Schaufeln, Kettensägen und Erdbohren. Ich nehme das mal. Auch wenn es, glaube ich, nichts für die Steinaxt ist, oder? Es kann ja nicht schlimmer werden. Es kann ja nur besser werden. So, wie ist das heutige Codewort, wenn jemand was kommentieren will? Ich habe das in den anderen Aufnahmesessionen ja komplett vergessen. Ich muss es ja eigentlich pro Aufnahmesession sagen, nicht? Auf jeden Fall habe ich ein paar Kommentare von euch bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Und das letzte Kommentar war Arbeit. Das war also der Montag, wo es hier wieder zu arbeiten losging. Ach, der Hase. Und heute ist das Codewort Baum. Oh, nicht wahr? Würde ich einfach mal sagen. Codewort Baum passt sehr gut. Oh. Wollte ich gar nicht. Autsch. Ja, wir haben nochmal Trinken dabei. Das sollte reichen. Holzstachelfallen fallen nochmal 60. Ja, da brauchen wir noch ein paar mehr. Ich meine, wir haben, glaube ich, auch noch den Tag morgen so ein bisschen übrig. Ja. So, ja, aber Codewort Baum ist, glaube ich, ganz gut. Das heißt, wenn ihr irgendwo was kommentieren wollt, YouTube, Shorts vor allem oder Instagram, Threads. X bin ich übrigens nicht mehr. Also ich habe heute mal reingeguckt. Das ist so, wirklich, man hat irgendwie 1000 Follower knapp gehabt. Davon wahrscheinlich die Hälfte Bots. Das muss man auch immer einsehen. Aber sinken auf jeden Fall dramatisch die Zahlen. Und irgendwie am Ende werden deine Threads, wenn du nicht, oder bei der X heißt es Tweets, keine Ahnung, werden die Sachen irgendwie von 2 Leuten gesehen. Es ist irgendwie dumm, dass sie anzeigen, wie viele die Sache sehen. Weil wenn ich Postings mache und dann sehen 2 Leute das, ja, dann motiviert das nicht, nicht? Auch nicht zu sagen dann, ey, zahl doch ein Abo 18 Euro, damit du mehr Views kriegst. Nein, nicht 18 Euro oder 6 Euro, was das Kleinste ist. Das ist so sinnfrei. Eine Plattform, die vom Content lebt, aber Geld dafür nimmt, dass der Content den Leuten ausgespielt wird. Weiß nicht, ob das ein Konzept ist, was nachhaltig ist. Ich denke mal nicht. Deswegen bin ich eher auf Threads unterwegs. Da könnt ihr mich auch gerne liken. Und, wie gesagt, den Kommentar heute Baum dalassen. Einfach Codewort Baum, falls ihr nicht wisst, was ihr kommentieren sollt. Nicht, dann haut das einfach runter. Das nenne ich Serviceleistung. Okay.
Ich bin schon wieder abgedriftet, kann das sein? Ich jetzt schon wieder an der Straße bin. Aber es ist richtig gewesen so. Und jetzt wollen wir eigentlich noch Richtung Osten. Ah, Aloe Vera Creme. Ein bisschen Steine, glaube ich, baue ich noch, wenn ich noch mehr Pfeile machen möchte. 100 ist dann echt wenig auf Reserve. Brauche ich auch ein bisschen was zum Reparieren, darf ich nicht vergessen. Aua. Mit 54. Ich glaube, wenn wir so 220 Fallen haben, das könnte schon passen. Ich meine, wir haben hier eine Reihe, haben wir ja schon komplett drum. Darf ich auch nicht vernachlässigen. Ich glaube, wir haben schon genug sogar. Oh, hier ist wieder der Hase. Ja, ein Hase. Wir haben so viel Nahrung übrig, da interessieren mich die Hasen nicht. Okay, muss ich kurz abbrechen. Oh, Nummer 33. Oh. Eier sind auch wichtig, nicht? Für Speck und Eier. Das Gute ist, jetzt sind wir auf einem Niveau, wo ich mir auch die Sachen mal ein bisschen in Ruhe angucken kann. Nicht die erste, ja, sag ich mal, Woche oder die ersten 10 Tage in unserem Fall sind ja mal relativ kritisch. Man muss was aufbauen, nicht? Man muss sich absichern. Man braucht Lootglück. Man muss auch treffen können, nicht so wie ich. Ach du Scheiße, einfach nie durchgeschossen. Und das finde ich immer, da sind 7 Tage echt kurz bemessen. Also wenn man da wirklich viel Glück hat, ist es gut. Aber wenn man viel Pech hat, ist es halt schlecht. Oh, da ist noch ein Haus. Oder ist das dieses große Haus? Nee, da ist das große Haus. Könnt ihr mal den Nachbarn Hallo sagen? Oh, Pfeile. Nochmal 16. Ach, das war das Haus, wo man von hinten rein musste. Ja. Das war alles verschlossen hier unten. Über den Turm kann man da irgendwie rauf oder so. Ich weiß nur, ich bin aufs Dach irgendwie gekommen. Ich glaube hier drüber, oder so? Naja. Nee, es kostet zu viel Zeit. Haben wir nicht, wollen wir nicht. Ich vergesse immer in die Hocke zu gehen, das ist einfach ruhiger. Bam, bam, bam. Hallo, Herr Nachbar. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Ihnen geht es sehr gut, aber es sieht nicht so aus, als ob es Ihnen gut geht. Er hat starkes Nasenbluten. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall einen Arzttermin. Sie haben da was in der Schulter. Entschuldigen Sie. Ich entnehme es Ihnen mal. Es kann ja so nicht bleiben.
keine Spuren, der Hase ist weg. Okay. Lehm, auch wichtig, obwohl wir eigentlich genug Pflastersteine ja schon hatten. 5 Federn nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, und dann gehen wir auf dem Weg einfach zum Haus zurück. Dann ist es so 19 Uhr, dann platzieren wir die Sachen. Dann sind wir, glaube ich, für den Tag durch. Dann können wir eigentlich morgen nochmal in die Stadt laufen, glaube ich. Auf dem Weg sammeln wir ja auch Holz. Wir kriegen auch Holz in der Stadt. Dann können wir da Stachelfallen noch machen, falls welche fehlen sollten. Und dann können wir auch nochmal in die alte Stadt zurück. Die haben wir ja auch nicht komplett gelootet. Aber die ist halt ein Stück weiter weg. Eigentlich voll gut, dass wenn man sich hinhockt, dass die Töne leiser werden. Okay. Unseren Pfeil nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Nachher ist es der eine Pfeil zum Glück, der sonst gefehlt hätte. Ja, ich glaube, wenn man so am Anfang aber Gebäude kennt, weiß, wo man reingehen soll, dann ist es gar nicht verkehrt, dass das 7 Tage sind. Aber wenn man das erste Mal spielt, finde ich 7 Tage echt schwierig. Keine Pfeile? Okay. Sonst bleiben in dem so viele Pfeile stecken. Oh, mach mal 15. Machen wir nochmal 20 plus drauf. Das ist nicht unser Haus, oder? Nee, das ist das Große. Wir müssen in die Richtung. Oh. Da oben auf dem Kompass steht es ja. Ich kann aber auch nicht aufhören, Bäume zu schlagen. Bin so im Flow. Wir haben Hunger. Können wir lösen. Oh. Nest. Keine Spuren. Schade. Okay. Die stecken ja gar nichts mehr ein. Ich meine, gefällt mir. Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Die in dem anderen Haus da mit den 3 Sternen, die waren mir doch da ein bisschen zu heavy. Du hast Durst. Ja gut, du musst nicht mehr schwer arbeiten. Du musst die Sachen nur noch hinstellen.
Das kriegst du auch wohl hin. Okay. So, dann erstmal die Lücken hier aufschließen. Und sie nicht aus Versehen selber in eine Falle stellen. Der ist im Weg. Da ist gerade jemand gelaufen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar. Noch sind wir nicht durch. So, den Weg rein lasse ich mir mal noch frei. Aber ist gut, wenn die hier hoch wollen, nicht? Dann. Kriegen sie gleich eine abgewatscht. So, an der Seite war letztes Mal ein bisschen mehr los. Deswegen platziere ich hier ein paar mehr. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Hier beim Auto ist ein bisschen problematisch. Ich muss halt aufpassen, dass die sich dadurch nicht irgendwie über was drüber navigieren können, nicht? Und dass ich nicht dann selber deswegen irgendwo reinfalle oder so, wenn ich hier runterkomme. Das werden wir vielleicht erst absichern, wenn wir wenn wir hochgehen oder so. Und hallo Psyche Polonia. Hast du das Haus selbst gebaut? Nein, habe ich nicht. Das Haus haben wir gefunden. Das ist richtig gut. Das hatte ich schon im privaten Livestream. Und ja, ein 7 Days to Die Livestream und gleichzeitig YouTube-Aufnahme. Und du bist der erste Chatter, weil ich den Chat erst heute freigeschaltet habe. Deswegen bin ich auch noch nicht so dran gewöhnt. Oh, eine Kartoffelpflanze. Willkommen auf jeden Fall. So, wir müssen den Innenraum noch abschützen, ich weiß. Aber das war mir erstmal wichtiger, hier den Außenbereich ordentlich in den Griff zu kriegen, nicht wahr? Ich glaube, da sind wir jetzt aber safe. Hier im Auto vielleicht noch ein bisschen zu wenig von der Seite. Aber der Rest sollte passen. Bau das Auto einfach ab. Das war beim letzten Mal ziemlich gut, dass es da stand, wo es stand. Deswegen wollte ich es eigentlich auch diesmal da lassen. Ich bin mal gespannt. Wir warten da ab. Weil die fallen von dem Auto auf die Stacheln relativ gut.
Oh, nochmal 30 Pfeile ist auf jeden Fall wichtig. 32. Komm, mach mal. Wir sammeln auf jeden Fall. Viel Erfolg, kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Aber ich spiele auch eine leichte Variante, nicht? Das muss man auch dazu sagen. Wir haben 10 Days to Die. Für den ersten Run, um wieder reinzukommen. Das letzte Mal Alpha 16 gespielt. Also, ein paar Konzepte sind mir noch nicht so schlüssig. Aber ich habe nicht mehr Wasser mitgenommen. Und das muss ich erstmal alles wieder einpegeln, würde ich sagen. Mit was für Einstellungen spielst du? Langsameren Zombies? Upsi. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass Nacht wurde. Pff. So. Sehr schön. Wir haben hier oben auch alles abgesichert. Ja, also Zombies sind nachts langsamer und generell... Oh! Zwei Wasser. Geil. Das ist auf jeden Fall ein netter Bonus. Warum schmeiße ich das Holz weg? Er hat Durst. Das wollen wir eben nicht verwehren. Ich wollte Kaffee kochen, nicht? Das wäre eigentlich gar nicht dumm gewesen, dem Feuer zu kochen. Machen wir mal so 5 Kaffee. Fleisch haben wir nicht, aber wir haben noch genug zu essen. Wir nehmen auf jeden Fall 3-mal Speck mit und 2-mal trinken, wenn wir morgen unterwegs sind. So, und den Rest sortieren wir jetzt weg. Pfeile haben wir auch ordentlich. 300, fast 450er Stacks. Boah. Ich war schon mal schlechter vorbereitet. Genau, bei Blutmond nur 4. Erstmal. Aber das werde ich natürlich dann erhöhen. Wobei ich sagen muss, alleine ist es schon schwer, einfach die Menge an Gegnern im Auge zu behalten. Ich bin auch nicht der Schützenkönig. Wer zugeguckt hat, weiß es. Also die Medaille gewinne ich nicht mehr in diesem Leben. So, wir packen schon mal die Waffen rüber. Hatte ich nicht eine Level 2 Waffe? Oh, nee. Gut, dann kann ich die morgen gleich alle einpacken. Zack. Ja, aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir ordentlich Vorräte. Die Türme auf der Seite, ich guck mal von oben, das sieht alles ganz okay aus. Wow, okay, das Ding ist gefährlich. Da muss ich aufpassen. Ja, hier fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Das machen wir zu, wenn wir aber rausgehen. Und halt der Innenhof muss noch zugepflastert werden ein bisschen. Wenn wir das schaffen noch zum Teil, dann wird das was. Wie kann man die Stapel aufteilen? Du nimmst das in die Hand. Das bedeutet nicht nur anklicken, sondern gedrückt halten. Und dann Rechtsklick. Funktioniert das einzeln. Ich weiß nicht, ob man mit Shift kann man oder Steuerung... Nee. Geht nur einzeln. Und teilen ist halt mit, ich glaube, vorher Steuerung. Nee. Doch, vorher Steuerung und dann rechtsklicken. Dann kannst du die immer halbieren. Oder geht das auch ohne Steuerung? Geht auch ohne Steuerung. Okay. Rechtsklicken und ziehen, teilt und einzeln in die Hand nehmen und rechtsklicken. Manche Sachen kann ich dann doch noch. Ja, aber hier innen drin, nicht, das machen wir zu.
Und hier so ein paar Dinger. Au, da vorne ist ja noch komplett offen. Das müssen wir auf jeden Fall schließen. Bitte, bitte. Die Zombies mitbekommen, die Höllenhunde sind extrem. Ja, wir wurden zumindest von den normalen Hunden schon angefallen. Das hat schon gereicht. Aber ich weiß auch, irgendwelche selbstschießenden Zombies soll es geben und, und. Ja. Warten wir mal ab, nicht wahr? Warten wir mal ab. Kreischer, oder? Gibt's Kreischer noch? Ich find's nur schade, die ewige Alpha, nicht, ist damit vorbei. Ich höre jetzt, wenn die ankommen, nicht? Die zerschellen ja dann an den Dingern. Aber am schlimmsten fand ich, ich habe das letzte Mal die Alpha 16 intensiv gespielt. Und da gab es dann immer Hunde-Raids. Boah. Das ist auch jedes Mal erschrecke ich mich. Na? Manchmal zeigt das nicht richtig an. Dann schlägt man anscheinend durch was durch. Oh, ich sehe gerade, der Botrix haut noch falsche Nachrichten von Twitch raus. Das muss ich hierfür natürlich anpassen. Ich bin Tag 70, glaube ich. Die Höllenhunde haben über 500 Gewehrmunition geschluckt. Kreischer gibt es auch noch. Eieiei. Ja, schöner Scheiß. Also ich bin der Meinung, auch ein Kreischer gehört zu haben, aber wir haben ihn nicht gesehen. Der war, als ich viel am Dach gemacht habe, da hinten. Aber war dann auch weg. So, dann haben wir wenigstens eine breitere Lauffläche erstmal. Lustig wäre, wenn jetzt das ganze Haus eingestürzt wäre mit dem letzten Schlag. Ah, das Haus ist halt perfekt, wenn man das findet. Das heißt Cabin Retreat. Das hat diese Gangway und hier stehen halt Kisten mit Loot und diesen Scheinwerfer schon direkt mit an Bord. Also theoretisch muss man das, was ich hier gemacht habe, gar nicht ja drumherum bauen und das Dach abbauen. Von daher denke ich, das eignet sich schon. Es ist auch nicht so riesig, nicht? Aber man hat trotzdem Platz, um ein paar Sachen hinzustellen auf dem Dach. Finde ich eigentlich, ich finde es schon optimal so. Was ein bisschen stört, war erst das, aber durch den Turmvorbau, sodass man auch ein bisschen so schießen kann, ist das eigentlich gar nicht schlecht. Ich überlege halt, den Turm auf die Seite auch aufs Dach zu setzen. Ja, mal gucken. 5 könnte ich noch machen. Naja. We are prepared. Immer wenn ich die höre, muss ich aufs Klo. Das macht eine nervöse Blase. Da kommt das her. Also wirklich, ohne Witz. Ich habe die letzten Wochen, war ich so zweimal am Tag auf Toilette, nicht? Aber seit ich das Spiel spiele, ich muss eigentlich nach jeder Folge so ein bisschen Pipi machen gehen und denke so, jetzt weiß ich, wo es herkommt. Gut, dann geht das nicht nur mir so. Ich habe mich auch gestern so krank erschreckt. Ich bin im Pool gestorben übrigens gestern. Weil ich nicht rausgekommen bin. Das war ein Panikmoment. Also, wer es gesehen hat, hat es gesehen. Das war auf jeden Fall was. Aber ich habe nicht mal einen Clip von gemacht. Ah, schön doof von mir. Okay. Irgendwie bin ich gegen dieses Teil hier ein bisschen allergisch. Das hat mich nämlich fast runtergeschubst. Wenn da drunter ist, ist ja eh schon Boden, dann kannst du weg.
So. Hört ihr wieder das Klavier hier hinten? Macht mich kaputt. Aber ist wirklich der Anfang vom Lied, okay. Weil das andere, die anderen Geräusche da hinten, da war mal, ich stand hier eine Zeit lang, als ich das Dach gebaut habe, da hat immer jemand gepfiffen und Geräusche gemacht. Und ich habe nicht herausgefunden, was das war. Als ob hier wirklich Geister spuken. Ach, hier steht übrigens auch, was du machen kannst, nicht? Linksklick, um einen Gegenstand zu nehmen. Halten und ziehen, um einen Stapel zu nehmen, um einen Stapel abzulegen oder auszutauschen. Linksklick, rechtsklick. Halten und ziehen, um einen Stapel zu nehmen, um Gegenstände einzeln abzulegen. Rechtsklick. Shiftklick, um einen Stapel zwischen Gebieten, Behältern zu verschieben. Und R für alles. Bisschen versteckt, die Erklärung. Da hätte ich eher eine Itembeschreibung erwartet. Eisenbahn. Wir haben die Wände auf jeden Fall verstärkt rundherum. Ich hoffe, das passt auch soweit. Sollte ich nichts vergessen haben. Da hatte ich schon am Anfang. Da konnten wir nicht. Das Ding konnten wir auch nicht. Die unten sind verstärkt. Da ist verstärkt. Das hatte ich auch schon verstärkt. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis gleich.